Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video. Wie ihr bestimmt wisst, ist das Coronavirus aktuell in aller Munde. Natürlich entstehen bei so einem globalen Ereignis auch viele Mythen und Verschwörungstheorien. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Wir checken, welche Mythen und Theorien über das neuartige Coronavirus tatsächlich stimmen oder einfach nur frei erfunden sind. Doch zuerst möchten wir erklären, was das neuartige Coronavirus überhaupt ist. Das neuartige Coronavirus ist auch unter dem Begriff SARS-CoV-2 bekannt und verursacht die Viruserkrankung Covid-19, deren Krankheitsverläufe unterschiedlich stark verlaufen können und vor allem die Lunge angreifen. Mit einer durchschnittlichen Inkubationszeit von 5 und 6 Tagen wird das neuartige Coronavirus in den meisten Fällen über Tröpfcheninfektionen übertragen, also durch Niesen und Husten. Auch soll das Virus laut einer US-Studie bis zu 3 Tagen auf Kunststoff- und Edelstahloberflächen überleben können. Wie der Name neuartiges Coronavirus schon sagt, ist dieses Virus nicht das erste seiner Art. Bereits im Jahr 2002 tauchte das SARS-assoziierte Coronavirus SARS-CoV aus der gleichen Virenfamilie auf und verursachte eine Pandemie. Das neuartige Coronavirus ist vor allem für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich. Laut neuesten Erkenntnissen kann die Erkrankung aber auch jüngere Menschen betreffen. Bei ungefähr 80% der Infizierten verläuft sie recht harmlos, während 20% schwerere Beschwerden oder sogar eine intensivstationäre Pflege, wie zum Beispiel künstliche Beatmung, benötigen. Mit diesem kleinen Überblick können wir uns auch direkt in den ersten Mythos stürzen. Mythos Nummer 1: Die Grippe ist viel gefährlicher als das Coronavirus und tötet jedes Jahr x Menschen. In den sozialen Medien stolpert man häufiger über Kommentare, die das neuartige Coronavirus mit der Grippe vergleichen. Oft wird kommentiert, dass die scheinbar tödlichere Grippe jedes Jahr x Menschen töte und damit viel gefährlicher sei als das Coronavirus. Es wird von Panikmache und Hysterie gesprochen. Doch schauen wir uns diese Information mal genauer an. In den sozialen Medien wird oft damit argumentiert, dass jährlich 20.000 Menschen in Deutschland an der Grippe sterben. Diese Information ist aber falsch. Tatsächlich gab es Schätzungen zufolge sogar 25.000 Todesopfer. Aber nur während der Influenza-Saison 2017-2018, die laut Forschern die folgenreichste Grippesaison seit 30 Jahren war. Das lag vor allem an Influenza-B-Viren, die in den Jahren zuvor kaum eine Rolle gespielt haben. Daher gab es auch noch keinen wirksamen Schutz oder eine Grundimmunität. Vorangehende und auch nachfolgende Grippewellen haben durchaus weniger Todesfälle verzeichnen können. Die Influenza-Saison 2017-2018 ist also eher eine Ausnahme und nicht die Regel. Dass in Deutschland jedes Jahr 20.000 Menschen an der Grippe sterben, ist also nicht wahr. Doch was macht das Coronavirus so gefährlich? Zuerst muss man bedenken, dass die Grippe, auch Influenza genannt, schon seit einigen Jahrhunderten ihr Unwesen treibt. Dadurch, dass es sie schon so lange gibt, besitzen die meisten Menschen eine gewisse Grundimmunität. Zusätzlich gibt es wirksame Impfungen und Medikamente gegen die Grippe. Anders als bei der Grippe kennt unser Immunsystem das neuartige Virus noch nicht und hat daher keine Antikörper bilden können. Wir haben also noch keine Grundimmunisierung. Doch gegen das neuartige Coronavirus gibt es derzeit noch keinen wirkungsvollen Impfstoff. Bevor ein Impfstoff zugelassen wird, wird vermutlich trotz aktuell 35 laufenden Impfstoffprojekten noch mindestens ein Jahr vergehen. Was eine Coronavirus-Infektion besonders gefährlich macht, sind die teilweise recht milden Krankheitsverläufe, die mit einer normalen Grippe verwechselt werden können. Deshalb lassen sich viele Menschen gar nicht erst auf das Virus testen. In Kombination mit der relativ langen Inkubationszeit kann sich das Virus schnell ausbreiten, ohne überhaupt bemerkt zu werden. Laut der Weltgesundheitsorganisation überträgt ein infizierter Mensch das Coronavirus im Durchschnitt an 2 bis 2,5 weitere Menschen und damit mehr als bei der Grippe. Ist die Grippe nun gefährlicher als das neuartige Coronavirus? Nein, dieser Mythos stimmt nicht. Wie viele Menschen tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert sind, kann aktuell noch nicht genau ermittelt werden. Experten gehen aber davon aus, dass 60 bis 70% der deutschen Bevölkerung infiziert werden könnte. Besonders wegen dem Zusammenspiel aus milden Krankheitsverläufen, der hohen Infektionsrate, der schnellen Ausbreitung und fehlender Grundimmunität wird das neuartige Coronavirus gefährlicher als die Grippe eingestuft. Mythos Nummer 2: Die USA will ein deutsches Biotech-Unternehmen kaufen, um die Rechte am Corona-Impfstoff für sich selbst zu sichern.
Das Biotech-Unternehmen CureVac mit Sitz in Tübingen ist mittlerweile auch außerhalb der Fachwelt bekannt. Doch nicht nur wegen der Forschung an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Die Welt am Sonntag berichtete vor einigen Tagen, dass US-Präsident Donald Trump versuche, deutsche Wissenschaftler in die USA zu holen und die Exklusivrechte des Impfstoffes von CureVac zu erkaufen. Laut einer anonymen Quelle aber nur für den Einsatz in den USA. CureVac selbst sowie auch die US-Botschaft dementieren diese Pläne. Am 17. März 2020 wollte das Biotech-Unternehmen deshalb in einer Telefonkonferenz Licht ins Dunkel bringen. Unternehmenschef Franz Werner Haas machte deutlich, dass es weder für die Technologie noch für das Unternehmen ein Übernahmeangebot gebe. Währenddessen bestätigten deutsche Regierungsvertreter das Interesse an dem Biotech-Unternehmen seitens der US-Regierung, darunter auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. Zwischenzeitlich bekam CureVac von der EU-Kommission einen Kredit von 80 Millionen Euro angeboten, um die Forschungen am Impfstoff zu unterstützen. Auch sollen Vertreter des Gesundheits- und Wirtschaftsministeriums mit dem Unternehmen verhandelt haben, um es weiterhin in Deutschland zu halten. SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, der mit 80% Hauptanteile an CureVac ist, macht am 15. März 2020 klar, dass das Unternehmen einen Impfstoff für die ganze Welt und nicht für einzelne Staaten entwickeln wolle. Einen Tag später ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel schließlich in einer Pressekonferenz verlauten, dass dieses Thema nun gelöst sei und dass sich die Bundesregierung sehr frühzeitig darum gekümmert habe. Gab es nun ein Übernahmeangebot von Donald Trump? Unserer Meinung nach ist dieser Mythos wahr. Während CureVac und auch die US-Botschaft jegliche Kaufangebote verneinen, berichten deutsche Regierungsvertreter wie auch der Haupteigner selbst über mögliche Kaufpläne des US-Präsidenten. Einer lügt, doch wer? Würde die Bundesregierung, deren Regierungsvertreter und auch verschiedenste Ministerien solche Bemühungen anstreben, wenn es kein Kaufangebot seitens Donald Trump gegeben hätte? Vermutlich nicht. Denkt man zudem an den eigensinnigen Charakter des US-Präsidenten, ist unserer Meinung nach die Wahrscheinlichkeit für ein Kaufangebot doch sehr hoch gewesen. Mythos Nummer 3: Ibuprofen beschleunigt die Vermehrung des Virus und ist verantwortlich für die schweren Krankheitsverläufe in Italien. Kurz nachdem die Pandemie Deutschland erreicht hat, kam eine Sprachnachricht in Umlauf, die ihr euch einfach mal anhören solltet. Eine Freundin von mir ist an der Uniklinik in Wien, die hat mich heute angerufen und die haben halt mal so ein bisschen Forschung betrieben, warum in Italien so viele, so heftige Corona-Fälle aufgetreten sind und haben festgestellt, dass die Leute, die mit diesen schweren Symptomen in die Klinik eingeliefert wurden, mehr oder weniger alle daheim Ibuprofen vorher genommen hatten. Daraufhin soll die Uniklinik Wien das Virus mit Ibuprofen zusammengebracht und festgestellt haben, dass sich das Virus schneller vermehre. Die Uniklinik Wien distanzierte sich sehr schnell von dieser Meldung und teilte mit, dass es sich bei der kursierenden Nachricht um Fake News handele. Doch auch der französische Gesundheitsminister erregte mit einem Tweet viel Aufsehen, indem er bei einer möglichen Coronavirus-Infektion vor Ibuprofen warnt. Der französische nationale Gesundheitsdirektor äußerte sich ähnlich. Die Bedenken aus Frankreich basieren vor allem auf einem Beitrag, der in der Fachzeitschrift The Lancet Respiratory Medicine veröffentlicht wurde. In diesem Artikel weisen drei Experten auf einen möglichen negativen Einfluss von Ibuprofen auf eine Coronavirus-Erkrankung auf. Konkret sagt der Beitrag aus, dass Ibuprofen dazu führen kann, die Vermehrung bestimmter Rezeptoren an Körperzellen zu beschleunigen. Dadurch wird den Coronaviren ein einfacheres Eindringen in die Zellen ermöglicht. Die Folgen könnten eine schnellere Infektion sowie ein schwererer Krankheitsverlauf sein. Das hört sich erst einmal nach einem Beweis an. Doch die Theorie der drei Experten basiert lediglich auf drei Beobachtungsstudien, für die es nicht einmal eine einfache laborexperimentelle Überprüfung gab. Professor Dr. Christian Drosten von der Berliner Charité ist der Meinung, dass sich Ibuprofen nicht auf den Krankheitsverlauf einer neuartigen Coronavirus-Infektion auswirkt. Das begründet er damit, dass das neuartige Coronavirus zwar neu ist, man aber andere Coronaviren und Erkältungsviren kenne, bei denen es auch keine Hinweise auf Verschlechterung gibt. Verschlimmert Ibuprofen die Coronavirus-Erkrankung? Laut der aktuellen Faktenlage ist dieser Mythos nicht wahr. Fakt ist, dass man nicht allem Glauben schenken sollte, was man in den sozialen Medien so hören und lesen kann. Die Sprachnachricht, die im Umlauf ist und damit vermeintliche Forschungen seitens der Uniklinik Wien, wurden deutlich als Falschmeldung deklariert. Auch der Artikel in der Fachzeitschrift stellt sich nur als reine Hypothese dar. Aber wenn das alles falsch ist, warum rät die WHO dann vor der Einnahme von Ibuprofen ohne ärztlichen Rat ab? Das galt erst einmal nur als reine Vorsichtsmaßnahme, während Experten die Sachlage klären sollten. Und das ist ja auch der beste Schritt, den die Verantwortlichen in dieser Situation hätten machen können.
Nachdem nun mehrere Studien und Ärzte konsultiert wurden, nimmt die WHO am 19. März die Warnung wieder zurück und macht deutlich, dass es aktuell keine Hinweise auf negative Einwirkungen von Ibuprofen bei Coronavirus-Infektionen gibt. Mythos Nummer 4. Das Coronavirus ist in Laboren hergestellt worden, damit die Pharmaindustrie mehr Profit macht. Von der besonders verschwörerischen Ecke her kommt ein weiterer Mythos daher. Diesen wollen wir auch gleich auf die Probe stellen. In diesem Fall wird behauptet, dass das neuartige Coronavirus im Labor gezüchtet und nun auf die Menschheit losgelassen wurde, um vom Leid der Menschen zu profitieren. Hierzu gibt es sogar drei unterschiedliche Theorien. Theorie Nummer 1. Es gibt bereits angemeldete Patente auf das Coronavirus. Die ganze Sache ist also schon lange geplant. Laut dieser Theorie sollen bereits Patente auf das Coronavirus existieren. Tatsächlich lassen sich auf Google Patent mehrere Patente auf Coronaviren finden. Und das ist auch nicht so verwunderlich, wie manche glauben. Wie bereits erwähnt, gibt es das Coronavirus SARS-CoV schon eine Weile. Es ist also nur nachvollziehbar, dass auf andere Coronaviren Patente angemeldet und auch zugelassen werden. Nur eben noch nicht auf das neuartige Coronavirus. Das neuartige Virus SARS-CoV-2 gehört einfach nur derselben Virenfamilie an. Theorie Nummer 2. Das Coronavirus wurde in chinesischen Laboren gezüchtet und ist ausgebrochen. Diese Theorie besagt, dass das neuartige Coronavirus aus dem Wuhan Disease Control and Prevention Center ausgebrochen sei. In Wuhan, wo das Virus seinen Ursprung hat, sollen auch Experimente mit Biowaffen stattfinden. Zwei chinesische Wissenschaftler bestärken diese Theorie zunächst, indem sie einen Beitrag auf der Forschungsdatenbank ResearchGate.net veröffentlichen. Diese Theorie besagte, dass das neuartige Coronavirus wegen einer Sicherheitslücke in den Laboren auf den nahegelegenen Markt gelangen konnte. Grund dafür seien entkommene Laborfledermäuse. Doch belastbare Beweise dafür gibt es nicht. Theorie Nummer 3. Bill Gates hat die Entwicklung des Coronavirus finanziert und will mit dem Impfstoff nun profitieren. Auch Unternehmensgründer von Microsoft, Bill Gates, bleibt wie so oft nicht vor Theorien verschont. Über das gesamte Internet und in mehreren Sprachen wird behauptet, er stecke hinter dem Virus und soll auch schon seit Jahren davon wissen. Zudem soll er mit seiner Stiftung die Entwicklung des Coronavirus am britischen Purbright-Institut finanziert haben. Laut dieser Theorie habe das Institut bereits 2015 ein Patent auf das Virus angemeldet. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Bill Gates alles von langer Hand geplant hat, um schließlich mit einem wirkungsvollen Impfstoff sehr, sehr, sehr viel Geld zu machen. Fakt ist, dass das Patent, welches vom Institut im Jahr 2015 angemeldet wurde, sich nicht auf das aktuelle Virus, sondern auf ein Coronavirus, das nur Vögel befällt, bezieht. Wir können es nur erneut wiederholen. Patente für Coronaviren gibt es schon länger, denn Coronaviren sind nichts Neues. Ein Patent für das neuartige Coronavirus gibt es aktuell jedoch noch nicht. Wurde das neuartige Coronavirus in Laboren gezüchtet, um gezielt am Leid der Menschen zu profitieren? Nein, das Coronavirus wurde nicht in einem Labor gezüchtet, noch gezielt auf die Menschheit losgelassen, um vom Leid zu profitieren. Auch dass Bill Gates die Forschung am neuartigen Coronavirus finanziert haben soll und dann durch eine wirksame Impfung noch reicher wird, können wir so nicht bestätigen. Mythos Nummer 5. Das Coronavirus betrifft doch eh nur alte und schwache Menschen. Trotz der medialen Berichterstattung haben es viele Menschen scheinbar noch nicht begriffen, dass wir gerade mitten in einer Pandemie stecken. Noch vor wenigen Tagen frohlockten zum Beispiel am Viktualienmarkt in München Dutzende ihr Dasein. Trotz Bitten und Ratschlägen, man möge doch Menschenmassen meiden und soziale Kontakte einschränken. Am 16. März 2020 gab Bundeskanzlerin Angela Merkel deshalb die Schließung von Teilen der Grenzen sowie von vielen Geschäften und Einrichtungen bekannt, die nicht der Grundversorgung dienen. Bars, Clubs, aber auch Museen und Theater sind vorerst geschlossen. Für einige ist das Anlass genug, ihre Partylaune anders auszuleben. In Nürnberg beispielsweise wurden erst vor einigen Tagen zwei Corona-Partys von der Polizei beendet, bei der sich rund 100 junge Menschen über soziale Medien zum Feiern in einem Stadtpark verabredet haben. Doch warum zieht es ausgerechnet jetzt so viele Menschen ins Freie? Liegt das an dem schönen Frühlingswetter oder doch nur an der Tatsache, dass noch nicht alle begriffen haben, dass es sich beim neuartigen Coronavirus um eine Pandemie handelt, die vielen Menschen das Leben kosten kann? Dass das Virus nicht nur eine Grippewelle ist und auch sehr mild verlaufen kann, haben wir im ersten Mythos bereits aufgedeckt. Genau deshalb kann sich das Virus auch so schnell verbreiten. Es bleibt besonders bei jungen Menschen einfach sehr lange unentdeckt. Doch könnten genau die jungen Menschen, die jetzt noch die Gefahr des neuartigen Coronavirus ignorieren, dafür verantwortlich sein, dass die Kurve der Neuinfektion exponentiell steigt?
Neuesten Zahlen aus Südkorea zufolge deutet alles darauf hin. Aus diesen ersten Statistiken geht hervor, dass vor allem junge Erwachsene die Hauptüberträger des neuartigen Coronavirus sind. Da Südkorea systematisch alle Bevölkerungsgruppen auf das neuartige Coronavirus getestet hat und nicht nur Risikogruppen oder Kontaktpersonen wie in Deutschland, gelten diese Statistiken als besonders zuverlässig. Betrifft das neuartige Coronavirus also nur Alte und Schwache? Dieser Mythos ist falsch. Innerhalb von nur 6 Tagen ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen von 2.000 auf über 14.000 gestiegen, 44 Todesfälle inklusive. Wie wir nachweisen konnten, übertragen vor allem junge Menschen das Virus und gefährden damit nicht nur die Alten und Schwachen. Diese Pandemie betrifft alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. In diesem Video haben wir nur einen kleinen Teil an Mythen beleuchtet, die gerade ihre Runden drehen. Wir hoffen trotzdem, dass wir einiges für euch aufklären konnten. Hier noch etwas, was uns auf dem Herzen liegt. Wascht euch regelmäßig die Hände, fummelt euch nicht im Gesicht herum, hört auf zu hamstern und bleibt, wenn es geht, zu Hause. Was meint ihr zu dem ganzen Thema? Ist das Ganze nur eine mediale Panikmache? Reicht es, zu Hause zu bleiben oder brauchen wir vielleicht sogar Ausgangssperren wie in anderen Ländern? Schreibt uns eure Meinung einfach in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo. Bis bald, euer Wahnsinn!